wirklich super. Super Wetter, wunderschöne Buchten, tolles Boot. Also wir sind, glaube ich, rundum zufrieden. Wir waren beide vorher, also unsere Männer wollten diese Aktion hier mitmachen. Wir so, ja okay, mal gucken. Und es ist deutlich, deutlich besser, als wir gedacht hätten. Sehr komfortabel, ja. Sehr entspannt. Auch vieles gelernt. Genau. Man kann auch sehr viel machen, wie man so will. Also selber gestalten. Das genau. War richtig schön. Ja, die erste Bucht quasi war schon ein Highlight mit zwei anderen Booten zusammen. Und es gab, glaube ich, den besten Cocktail Kroatiens, nämlich auf einem kleinen Mojito-Boot. Das war schon ziemlich direkt cool. Ans Schiff angeliefert. Ja, dann waren wir in einer wunderbaren Bucht für einen Badestopp und sind dann auch noch mit einem Wassertaxi nach Wahl in die Stadt gefahren. Wir haben dort einen Landausflug als Crew gemacht. Und da haben wir auch die Burgwanderung gemacht. Genau, also eine Burgwanderung auch ja. Noch gemacht und sind dann zurück in unsere Sonnenuntergang. Es war unsere traumhaft schön. Wir sind eigentlich über die Medien so ein bisschen auf das Segeln gekommen. Wir haben im Fernsehen eine Dokumentation über Segeln in Kroatien gesehen und haben dann im Internet recherchiert, okay, wie funktioniert das alles eigentlich, was muss man machen, wie muss man buchen. Genau. Und Sail With Us war von Anfang an die Internetseite, die am einfachsten aufgebaut war, also wirklich ja. Selbsterklärend. Man hat schon viel Input ja. Aus der Seite gezogen, ja. So sind wir eigentlich dazu gekommen. Wir haben Ende letzten Jahres gebucht. Alles, was man an Fragen hatte, konnte man fragen und man hat ziemlich schnell eine Antwort bekommen. Und ich fand es auch toll, dass eine Woche bevor wir hier waren, haben wir in einer WhatsApp-Gruppe alle miteinander geschrieben und alle schon uns ein bisschen kennengelernt. Und wir wussten quasi schon eine Woche vorher, wer ist unser Skipper, wer sind ja. Unsere Mitsegler. Auch so ein bisschen den Austausch zu haben, da hat man sich auch schon das erste Mal so ein bisschen ja, angeschnuppert, kennengelernt. Jeder genau. Hat sich ein bisschen vorgestellt, dass man nicht so ganz fremd ja. Auf Leute trifft. Also das war schon echt sehr gut. Uns wurde sehr, sehr viel erklärt. Also unser Julien ist ein sehr guter Skipper, der sich auch auf Neulinge gut einstellen kann. Ja. Er hat uns immer geholfen, wenn wir eine Frage hatten. Und man fühlte auch sich nicht doof, wenn man eine doofe Frage hatte. Das genau. Ist auch sehr wichtig. Also genau. Für Laien gar kein Problem, so ja, ein Segelschiff zu koordinieren. Ja.